Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel sehr, sehr stark dominiert, glaube ich. Haben verdient das 1-0 gemacht dann. Und haben dann, glaube ich, ja, weiß ich nicht, in der zweiten Halbzeit nicht genug nachgesetzt, vielleicht das zweite Tor zu erzielen. Ja, und dann kriegen wir wieder so ein, ja, ich sag mal, unnötiges Gegentor rein. Auch so ein Kuller, komisches, wuschelt sich durch. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, ist das 1-1 vielleicht ein bisschen zu wenig heute. Also ich glaube, es war heute ein schwer zu bespielender Platz. Beide Mannschaften haben dann viel in die Spitze mit langen Bällen operiert. Und ich denke, wir haben eigentlich sonst das Spiel im Griff gehabt. Also wir haben das eigentlich, denke ich, ganz gut gemacht. Nur es gab aus meiner Sicht eigentlich eine gefährliche Situation wieder, wo der Ball dann, wo wir nicht richtig klären können, der Ball rutscht durch und auf einmal ist er drin. Denke ich, wir haben bis 75. eine solide Partie gemacht. Weil mehr kannst du gar nicht machen hier. Ein Doppelpass kannst du auch überhaupt nicht machen hier auf diesem Platz. Aber ja, ist bitte, trotzdem ein Punkt, verlieren wir wieder nicht. Auswärts, das ist auch ganz wichtig, müssen wir das positiv sehen. Und nächste Woche gegen Mainz zu Hause die 3 Punkte holen, dann sind wir sowieso immer noch oben dabei. Ja, ich glaube, im Vorfeld wussten wir natürlich, und wir selber ein Bild davon machen, bei BVB 2, dass Groß Asbach momentan einen guten Lauf hat. Sie haben nach dem Trainerwechsel oder nach der Rückkehr des Trainers wieder sind als Team mehr aufgetreten, haben sehr kompakt gespielt, haben gute Offensivkräfte, die im Umschaltspiel sehr torgefährlich sind. Das haben die in Dresden gezeigt, beim BVB 2 gezeigt. Und wir haben das weitestgehend gut im Griff gehabt. Deswegen war ich natürlich schon mal positiv gestimmt. Unsere taktische Marschroute ist voll aufgegangen. Und wir sind in Führung gegangen. Was sicher gefehlt hat, war dann im Offensivbereich vielleicht die eine oder andere Chance oder Situation besser auszuspielen, um auf 2-0 zu erhöhen. Wir hatten noch die Chance durch Mehmet Kara, um in Führung zu gehen. Und wenn man dann den Ausgleich hinnehmen muss, dann ist das natürlich am ersten Moment dann am Ende ja ein Stück weit ärgerlich. Aber wie gesagt, wir sollten das abhaken. Wir können es nicht mehr ändern. Wir müssen mit dem gleichen Elan und dem gleichen Einsatz in den nächsten Runden auch zu Werke gehen und versuchen es nächste Woche dann gleich wieder mit dem Dreier besser zu machen. Ja, natürlich ist nach so einem Spiel die Enttäuschung erstmal da. Ich denke, wir werden sehen in 9 Wochen, wie viel uns der Punkt hier heute hilft. Aber im Moment ist es Enttäuschung, gerade nach den 90 Minuten, wenn wir hier so aufgetreten sind. Wir wussten, dass es hier ganz schwierig ist, auch auf den Platzverhältnissen gegen eine kämpferisch starke Mannschaft zu bestehen und zu gewinnen. Und ich glaube, die Jungs haben es heute über 90 Minuten gut gemacht. Deswegen umso bitterer, dass eigentlich aus keiner wirklichen Torchance das 1-1 fällt. Und das ist heute, das trübt heute so ein bisschen die Stimmung.